Cakewalk bringt alles mit, was ihr zur professionellen Musikproduktion und Bearbeitung braucht. Kompressor, Hall, Equalizer, Verzerrer, Gates, voll ausgestattet. Die sehen zwar oft nicht so schön aus wie die, die man für oft viel Geld kaufen kann, aber sie hören sich genauso gut an. Und um das geht's ja. Und ich weiß, am geschenkten Gaul kauft man kein Gold ab oder so ähnlich. Aber da sind echt ein paar gute Highlights dabei. Und deshalb nun meine Lieblings-Cakewalk-Plugins, die ich immer nutze. Nicht nur, weil sie mir verdammt viel Zeit beim Abmischen sparen, sondern weil es auch einfach unglaublich viel Spaß macht, an deren Reglern rumzudrehen. Ja, Hudi, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Los geht's. Quad Curve EQ. Der ist Teil des ohnehin schon geilen Pro-Channels und ist der Equalizer für jeden Zweck. Damit geht Frequenzbearbeitung ziemlich einfach und intuitiv. Seine verschiedenen EQ-Typen machen ihn zudem noch unglaublich vielseitig. So eignet sich Hybrid hervorragend für chirurgisch präzise Eingriffe, beispielsweise um Resonanzen rauszufiltern. Pure hingegen ist eher für subtile, breitbandige Änderungen oder Mastering geeignet. Inklusive optischem Feedback, falls meine Ohren zum Abmischen mal nicht reichen sollten. Auf den kann ich mich immer verlassen und deswegen ist er auch in jedem meiner Projekte zu finden. Saturate Knob. Der hat einen Kippschalter und einen fetten Drehregler zur Bedienung. Mehr nicht. Mehr braucht's auch nicht, denn allein beim Drehen dieses Knopfes hört ihr sofort, was der macht. Wenn ich den ganz nach rechts drehe, habe ich dann natürlich eine volle Verzerrung, die auch stark hörbar ist. Ein geiler Effekt. Ich nutze das Plugin aber auch gern für was ganz anderes. Oft habe ich bei meinen Vocals im Mix immer das gleiche Problem. Sie sind entweder zu laut oder wenn ich sie dann nur ein bisschen leiser mache, sind sie zu leise. Statt Fummelei mit dem Lautstärkeregler, probiert doch mal Saturate bei den Vocals aus. Anstatt lauter zu machen, schicke ich den Gesang durch dieses Plugin. Dadurch werden nicht nur Verzerrungen erzeugt, es werden auch Frequenzharmonien erzeugt, die das Signal reicher im Klang und somit auch durchsetzungsfähiger machen, ohne die Lautstärke zu erhöhen. Lauter, obwohl es nicht lauter gemacht wurde. Super. Rematrix Solo. Hört sich nach alternativer Realität an, ist aber im Endeffekt ein Hallsimulator. Genauer gesagt handelt es sich hier um einen Faltungshall, der eine Raumsituation so realistisch wie möglich nachbilden soll. Dabei hat der Solo nicht nur bereits einen Haufen an verschiedenen Hals mit an Bord, ihr könnt euch auch unzählige solcher sogenannte Impulsantworten im Internet beschaffen. Oder ihr macht euch sogar euren eigenen. Dazu braucht ihr nur ein Mikro und eine Audioquelle. Stellt die Audioquelle im Raum dorthin, wo das Instrument sitzen soll. Das Mikro stellt ihr dort auf, wo der Zuhörer sein soll. Dann spielt ihr bei der Quelle einen Sinus-Sweep ab, eine schnell aufeinanderfolgende Tonfolge von 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Das nehmt ihr dann mit eurem Mikro auf und speichert es als Wave-Datei ab. In Rematrix importiert errechnet das Plugin die Raumdynamik und deren Reflexion und fertig ist die Hallsimulation vom eigenen Scheißhaus. Ich stehe auf den Sound der sogenannten New York Parallel Compression. Die findet ihre typische Anwendung beim Schlagzeug. Dazu muss ich mir die Schlagzeugspur aber erstmal duplizieren. Dann wende ich an der einen Spur einen Kompressor an, und zwar einen, der so richtig stark komprimiert und das Schlagzeug richtig fett klingen lässt. Das hat aber jetzt einen Nachteil, und zwar habe ich mir jetzt meine Transienten kaputt gemacht. Das ist die initiale Einschwingphase eines jeden Tons und definiert dabei hauptsächlich, wie das Instrument klingt. Das sogenannte Timbre. Außerdem sind Transienten wichtig für die Durchsetzungsfähigkeit. Und wenn ich die mit dem Kompressor wegbügle, klingt es zwar unglaublich mächtig,
kackt im Mix aber komplett ab. Deswegen mische ich mir mein unbearbeitetes Duplikat wieder mit hinzu und somit auch meine Transienten. Mit dem PC76 Kompressor geht das aber viel einfacher. Ohne die Spur zu duplizieren, füge ich den in meine Signalkette ein. Ich mache wie gewohnt meine fette Kompression und den Rest macht dieser Dry-Wet-Regler, der mir das unkomprimierte Signal wieder anteilig hinzufügt. Umso weiter ich den Regler dabei nach rechts drehe, umso heftiger ist dabei das komprimierte Signal. Und noch mehr dieser geilen Plugins in Cakewalk gibt's mit dem Pro Channel. Und zwar hier. Ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchi Bärli und Servus.